Jo, servus Freunde, wir sind wieder hier bei Destiny und wir zocken wieder dieses SRL, dieses Rennen, dieses Sparrow-Rennen. Wir machen es jetzt vielleicht so, dass wir eine Runde Sparrow fahren und danach kommt eine Runde PvP, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Die Leute haben sicherlich schon, oder ihr habt bestimmt schon genug dieses Sparrow-Zeug gesehen, zumal es ja nichts ultramäßig Interessantes ist. Es ist lustig, aber es ist auch nichts, glaube ich, was man Wochen, Monate lang immer wieder zeigen muss. Wir machen es so, wie gesagt, eine Runde so, eine Runde so. Und dann haben wir ein bisschen Abwechslung drin und hoffen, dass wir in beiden Runden gut abschneiden. Sparrow-Rennen. Halte dich an deinem Sitz fest. Die Strecke kennen wir schon. Jetzt hoffen wir mal, dass uns das zugute kommt. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich orte Kabale und wächst da vorne. Wir geben wieder unser Bestes. Fahrt los. Und los. Jetzt geht die Party wieder los hier. Oh, natürlich den ersten schon mal verkackt. Ist schon mal geil. Man sieht es auch total schlecht alles hier. Aus dem Weg, Leute, aus dem Weg. Ich komme. Oh, die sind schon hängen geblieben. Ganz schön hängen geblieben, die Leute. Wir sind auf dem zweiten. Ne, wir sind wieder auf dem dritten. Lass mich da durch. Ja, weggeschubst. Hier will ich aber durch. Und da will ich auch durch. Den nehmen wir auch noch mit. Komm, 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 hier, oh, verpisst euch hier. Weiter so. Ich bin ja dabei, ich bin doch dabei, Mensch. Alter! Achtung, sie haben dir die Führung abgenommen. Dass die Leute einen immer wegschieben müssen. Nein! Och man, jetzt hänge ich hier auch noch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Normalerweise explodierst du bei jeder Kleinigkeit, ja? Und jetzt hier eben gerade, natürlich explodiert man nicht. Aber Gott sei Dank sind es 3 Runden insgesamt. Man kann also noch eine ganze Menge aufholen. Mich interessiert, ob man irgendwas Besonderes kriegt, wenn man derjenige ist, der am meisten durch diese Portaldinger darf. Es fängt ja schon an wie bei Need for Speed mit diesen Gruppendriften. Das war auch so scheiße. Wir sind wieder auf den letzten Platz gerutscht. Nichts Tolles, aber wie gesagt, wir haben noch jede Menge Zeit eigentlich. Wenn wir hier nicht 20.000 Mal weggeschubst werden. Wie läuft der Sparrow? Ah, Sparrow läuft ganz gut. Glatt, flüssig. Ich hoffe nur, der Tank ist noch voll. Denn wenn jetzt hier der Sprit leer geht, dann haben wir die Arschkarte. Komm, 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 Baby. Komm schon. Also langsam fängt es an, richtig Bock zu machen, wenn man so ein bisschen die Steuerung drin hat. Hier ist schon klar, dass das ist ganz cool, glaube ich. Wird, wenn wir die Ersten sind. Scheiße, den haben wir schon wieder verpasst hier. Haben wir auch verpasst, Mist. Weg mit dir. Fettes Viech. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Einmal hier rum. Du hast die Führung verloren. Ey, manche Leute haben es richtig drauf, Alter. Die können richtig gut steuern. Wieder dasselbe Ding. Wieder genau dasselbe Ding. Komm, gib Gas. Auch wieder hier hängen geblieben. Und hier durch. Hightech. Boah, Glück gehabt. Super durchgekommen. Den haben wir leider verpasst. Hier noch durch. Den Weg, Fetti. Komm schon, komm schon, komm schon. Letzte Runde. Wir sind den Benutzt Ersten auf den Fersen. Und halte dich fest. Ob wir das noch ermöglichen können hier. Für den ersten Platz noch sichern können. Den haben wir wieder verpasst, leider. Komm schon, Baby.
Wir sind die Besten hier. Wir sind eigentlich der Gewinner. Eigentlich. Jetzt ist er rausgekommen ein bisschen. Vielleicht ist es unsere Chance. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt macht er wieder seine guten Kurven. Manche Leute haben es richtig drauf, Alter. Okay, da sind wir diesmal gut vorbeigekommen. Raffiniert gefahren. Du führst. Komm schon. Unsere Chance. Los, Baby, los. Jetzt müssen wir hier ohne Probleme durchkommen, dann geht's. Ohne Probleme. Komm schon, komm schon, komm schon. Los, ich will Erster werden. Gib Gas. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, wir haben es geschafft, oder? Yes. Nice. Das Rennen ist vorbei. Wir haben einen Sieger. Erster, cool. Aber der Typ hat 63. Ja, von den Toren her waren die alle geiler als ich. Aber ist mir scheißegal. Die Position zählt meiner Meinung nach. Position 1. Wir haben es geschafft. Nice. Also die erste Runde war schon mal erfolgreich. Die erste Runde war schon mal geil. Jetzt müssen wir nur noch ein cooles Geschenk kriegen. Da ja bald Weihnachten ist. Oder es ist ja Weihnachten. Dann wäre es natürlich cool, wenn wir auch noch eine coole Bescherung kriegen. Die uns vielleicht weiterhilft. Eine coole Waffe oder so. Keine Ahnung. Es gibt bestimmt wieder irgendwas Geiles, was man hier kriegen kann mit diesem zeitbeschränkten Event. So, dann lassen wir uns mal überraschen. Und. Schrott. Läuft am Ende der SL ab. Aus dieser Suppe ist nicht mehr viel auszuwählen. Doch durch den wird sie legendär. Muss ich mal gucken, was man damit anrichten kann. Also gut, dann verlassen wir hier die Spielersuche und starten unsere zweite Runde in den normalen PvP-Modus. Ballern noch ein bisschen wild umher. Und hoffen, dass wir was treffen. Wenn jetzt überhaupt noch Leute da sind, bei Destiny wird es ja mittlerweile auch schon ein bisschen schwerer, im PvP ein bisschen oder ein paar PvP-Leute zu finden. Da das alles immer rarer wird, ich weiß nicht, Konflikt machen wir, kompetitiv Multiplayer, Konflikt ist eigentlich so eins meiner Lieblingsdinge. Gucken wir mal, ob wir überhaupt noch ein paar Leutchen finden hier. Das könnte jetzt wieder ein bisschen dauern. Ja, während wir warten, können wir die Zeit ja nutzen. Ich habe schon in der letzten Folge angesprochen, dass viele von euch sich Destiny wünschen. Ich kriege auch öfters Mails und so weiter. Ja, macht doch wieder Destiny und wann kommt Destiny wieder und sowieso und bla bla bla. Würde ich gerne machen. Allerdings, wenn ich jetzt Destiny auch wieder mit reinnehme, habe ich halt sau viel zu tun. Also ich müsste irgendwas anderes vernachlässigen, damit Destiny wieder öfters kommen kann. Daher bitte ich euch, wenn es euch wirklich oder wenn ihr es unbedingt wollt mit Destiny, dann müssen wir irgendwie eine Lösung finden mit irgendeinem anderen Let's Play. Vielleicht könnt ihr mir einfach dazu ein paar Kommentare schreiben oder ein paar Nachrichten, ein paar Messages, ein paar Infos geben, wie wir diese Geschichte lösen könnten, wenn ihr dann wieder Destiny wollt. Ansonsten bleibt halt dabei, dass Destiny ein, zwei Mal die Woche kommt. Können wir auch machen, ist kein Problem. Nur wenn Destiny öfters kommen soll, dann müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Weil 6 Videos pro Tag kriege ich leider nicht hin, da ich auch noch arbeitstüchtig bin. Es ist ein bisschen schwierig für mich, ich gebe mir Mühe, aber das liegt leider nicht in meiner Macht. Nur damit ihr Bescheid wisst, einfach mal dran denken, schlaft eine Nacht drüber, überlegt euch was, wenn ihr wollt. Ja. Und dann schauen wir einfach mal. So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen Server gefunden oder eine offene Gruppe. Offene Gruppe, ich hoffe nicht, dass es eine offene Gruppe ist. Aber momentan schaut es irgendwie leider so aus. Ja, wir kommen wahrscheinlich in ein angebrochenes Spiel rein. Das ist jetzt blöd. Das ist blöd. Wie viel ist denn hier noch? Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn noch? Naja, ein bisschen ist noch. Ein bisschen ist noch. Oh
ne, der ist schon down. Jetzt muss ich erstmal wieder hier durchblicken. Das ist jetzt wieder eine ganz andere Steuerung hier. Von Sparrow-Rennen zu normalen PvP. Shit, shit, shit. Den haben wir. Nice. Oh, da gehen wir lieber nicht lang. Hier haben wir ein paar Superkugeln, die nehmen wir mit. Damit wir auch recht schnell unsere Super aktivieren können. Scheiße. Scheiße. Nein. Ein Mühe hat noch gefehlt. Wir haben aber tatsächlich noch einen Kill gekriegt. Wie das jetzt möglich war, weiß ich zwar nicht. Aber kann uns ja wurscht sein. Hauptsache, es hat geklappt. Hauptsache, es hat geklappt. Oh, shit. Oh, Mist. Das war ganz sicher ein Warlock. Der mir hier so ein bisschen mit der Feuergranate reingehauen hat. Jetzt renne ich auch noch voll rein da. Komm schon. Nicht so lange rumtun hier, direkt wieder starten. Führung verloren. Ich habe keine Zeit für lange Pausen. In Führung. Führung abgegeben. Oh, nicht schon wieder dieser Kack-Titan hier. Jetzt kommen wieder die Freaks, die Titan-Freaks mit ihrer Super, wo du keine Chance hast. Da sollten sie mal ein Patch für rausbringen. Übrigens, habe ich das jetzt richtig gesehen, dass Destiny jetzt schon wieder ein 18 GB Patch rausgebracht hat? Oder verwechsel ich da irgendwas? Weil die bringen in letzter Zeit so viele Patches raus. Ich finde es eigentlich ein bisschen unverschämt, denn die Leute müssen ja auch den Speicher irgendwie freikriegen, ne? Schwere Munition kauft. Komm, hinten war doch noch wer. Wo sind sie denn? Oh nein, total vermasselt. Total vermasselt. Schwere Munition verfügbar. Ja, die Map hatte ich auch noch nicht so oft hier. Da muss man sich auch erstmal wieder zurechtfinden. Schwere Munition, da sind bestimmt gleich Gegner, die das Teil haben wollen. Aber vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh nice. Oh shit. Noch ein, zwei Schuss hätten wir gebraucht. Noch ein, zwei Schuss. Aber es ist noch nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei. Ganz knapp immer. Ganz knappe Geschichte. Fick dich. Oh, 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 oh. Granator, so wenn nicht schlecht. Haben wir aber noch nicht ready. Gehen wir mal wieder hier hoch. Eigentlich orientiert sich die Steuerung megamäßig an COD BO3, ne? Das ist eigentlich haargenau dasselbe, auch mit dem Springen und so. Das ist eigentlich witzig. Viele Spiele haben sich ja angeblich von Destiny diese Steuerung abgeguckt. Weil es von dem Schießverhalten her doch ein bisschen was anderes ist wie bei den anderen Spielen. Oh nein, was geht denn hier schon wieder ab? Scheiße, das war's doch jetzt schon wieder. Scheiße. Mist. Man soll's gar nicht erst versuchen. Man soll's gar nicht erst versuchen. Vielleicht muss ich mir auch mal wieder andere Granaten reinnehmen. Ich habe so das Gefühl, die Granaten, die ich ausgerüstet habe, sind für ein PvP eigentlich total scheiße. Natürlich. Oh shit. Aber wir haben zumindest einen Assist gekriegt gerade. Oh, aber noch gekillt. Wir sind auf dem vierten Platz. Geht so, geht so. Könnte besser sein, könnte deutlich besser sein.
Stirb doch! Nur ein Assist. So was Trauriges aber. Und ich krieg ihn nicht. Dann gibt's noch die Geschichte, dass mein Charakter plötzlich immer das Schießen aufhört. Entweder drücke ich den Stick nicht richtig, oder tatsächlich mein Controller hat ein Ding weg. Versuchen wir nochmal schnell den hier, bevor es zu Ende geht. Komm schon, ich will nur ein paar Punkte haben. Oh ja. Volltreffer, würde ich sagen. Hat ja wieder, hat sich voll gelohnt alles hier. War einfach wieder perfekt. So eine Scheiße aber auch. So eine Scheiße aber auch. Mann. So eine Kacke. Das war ja wieder totaler Müll. Naja. So, was haben wir? Ja, wir sind Vorletzter. 9 Kills und 10-mal gestorben. Das ist schlecht. Aber was haben wir hier? Könnte vielleicht ganz geil sein. Hat eine Schlagkraft. Naja, hat aber sehr wenig Feuerrate. Das Ding müssen wir uns mal genauer angucken. Okay, gehen wir erstmal raus hier. Dann gucken wir uns nochmal ganz kurz die Gegenstände an, die wir hier von dem SRL-Rennen hatten. Da haben wir irgendeinen komischen Gegenstand gekriegt. Ich weiß nicht, was wir damit tun können. Irgendwas legendär stand da. Gucken wir mal und schauen wir uns bei der Gelegenheit auch gleich mal diese Waffe hier an. Was haben wir denn hier hinten? Zuverlässig geschossen Magazin. Verursacht beträchtlichen Bonusschaden. Das kennen wir ja auch schon. Ja, das Teil muss man mal testen. Also wie gesagt, die Feuerrate ist halt relativ gering. Das ist nicht so gut für ein PvP. Aber wenn die richtig viel Damage austeilt, könnte die Waffe trotzdem gut sein. Was haben wir hier noch? Das sind alles alte Sachen. Ihr seht selber schon, meine Rüstung ist wahrscheinlich für den jetzigen Zeitpunkt ein bisschen veraltet. Da ich ja so gut wie... Also ich spiele so gut wie kaum privat noch. Was heißt denn jetzt Upgrade? Bringt ein Hupenrelais an deiner Spell... Ach cool. Ja, ich spiele ja kaum privat, weil ich ja immer, wenn ich spiele, eigentlich aufnehme. Daher komme ich hier nicht so wirklich voran. Muss aber auch dazu sagen, dass Destiny jetzt wieder an dem Punkt angelangt ist, wo es halt sich alles wiederholt und nicht wirklich neu ist. Ja, aber gut, es ist eine andere Geschichte. Leute, wir machen hier erstmal Schluss mit der Folge. Wie gesagt, denkt dran, was ich euch vorhin gesagt habe mit dem Destiny-LP, wenn das wieder aufgenommen werden soll, dass ihr mir da mal ein paar Infos gibt, wie, weshalb, warum, blablabla, sowieso. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch, einen schönen Abend, je nachdem. Und einen schönen Restmonat. Und dann hören wir uns demnächst. Bis dann, ciao!